Das war Personality von Johnny Mercer. Also, dieser Radiosender hier, wir haben keine echten Einnahmen und es gibt da Leute, die mir helfen, auf Sendung zu bleiben. Leute wie die Commonwealth Weaponry. Die Welt da draußen ist gefährlich. Schützt euch und eure Familie. Also, okay, gut. Spielen wir einfach ein Lied von den Three Sons. Immerhin regnet es nicht.
lebt denn überhaupt noch wer? Hat es jemand nach draußen geschafft? Hey. Wie geht's dir, Kumpel? Hey, Junge. Kannst du was für mich finden? Guck mal, ob du hier was findest, Junge. Hey, wie geht's dir, Kumpel? Was soll's, Junge? Hey, wie geht's dir, Kumpel? Das Schloss krieg ich nicht auf. Aufgepasst. Wie geht's dir, Kumpel? Hey, Junge, kannst du was für mich finden? Guck mal, ob du hier was findest, Junge. Das gerade war Crawl Out Through the Fallout. Und jetzt für euch aufgepasst. Aus dem Juwelengrün, ich meine dem großen grünen Juwel des Commonwealth, Diamond City Radio. Meint ihr, Bob und Bing Crosby haben je darüber gestritten, wer der Bessere ist? Schon komisch, nicht wahr? Aber egal, hier kommt Bob Crosby.
Oh, dieser Butcher Pete. Immer mit seinem, mit seinem Rumgebutcher. Falls die Familie von irgendjemandem kürzlich gebutschert, also geschlachtet wurde, dann tut mir das leid. Das war Roy Brown! Cool. Und nun, eine Nachricht, oder mehrere, von unseren Sponsoren. Warum schmutziges, radioaktives Wasser trinken, wenn man es rein und in Flaschen haben kann? Shane Kowalskis Clean Water Market. Frisch aus dem Filter. Das hier ist Billie Holiday und sie singt... Essen, oder? Oh nein, natürlich nicht, Sir. Hey, okay, Cotsworth. Dann mach mal weiter. Sir, für dich hat's willkommen auch. Zurück, Sir. Ich hoffe, Sie konnten Hilfe im Cockpit finden. Könnte man so sagen. Ich habe neue Freunde gefunden. Davon kann man heutzutage nie genug haben. Ich bin zwar nicht Mr. Gutsy, es wäre mir aber eine Ehre, Sie im Commonwealth zu begleiten. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Möchtest du das denn? Wie Sie wünschen, Sir. Nein, jetzt nicht. Na gut.
Natalia! Peter Davis, den Namen finde ich noch immer echt seltsam. Ich habe hier einen Zettel von einem Sponsor hier in Diamond City und ich lese ihn einfach mal vor. Die koloniale Kneipe möchte euch darauf aufmerksam machen, dass nicht jeder dort willkommen ist. Nur Bewohner der Upper Stats. Hier ist Ray Smith mit Right Behind You, Baby. Das Lied hat echt eine ganz andere Wirkung, wenn man es um 2 Uhr nachts hört. Ah!
Ich muss mal wieder nach Diamond City. Die größte Stadt, die ich je gesehen habe. Entschuldigung. Bleib auf den Straßen, dann ist deine Überlebenschance größer. Verdammt, wieso kann das hier nicht einfach vorbei sein? Hallo. Meine Rüstung haben schon viele Ödländer gerettet. Es ist vorbei. Was für Sachen hast du denn? Ich verkaufe Rüstungen für die Leute vom alten Stockton, außerhalb von Bunker Hill. Ich verkaufe klugen Ödländern seit Jahren Rüstungen. Die Dummen gehen hier mit leeren Händen weg. Aber sie bleiben nicht lange dumm, wenn du weißt, was ich meine. Klar, ich schau's mir an. Hier ist Panzerung das Wichtigste. Schönheit kann Kugeln nicht aufhalten. Bing Crosby. Ja. Also, dieser Radiosender hier. Wir haben keine echten Einnahmen und es gibt da Leute, die mir helfen, auf Sendung zu bleiben. Leute wie die. Schaut doch mal auf einen Drink im Duckout Inn vorbei. Die Geschichten hier sind kostenlos. Nur für den Schnaps müsst ihr bezahlen. Fragt nach Vadim Bobrov. Dieses Lied ist... Also, es ist von Cole Porter, denke ich. Was willst du? Wir brauchen hier nicht noch mehr Schwierigkeiten. Hast du die Minutemen nicht um Hilfe gebeten? Du gehörst zu den Minutemen? Ich dachte, euch gibt's gar nicht mehr. Wir haben einem der Händler eine Nachricht mitgegeben. Aber ich habe ganz ehrlich nicht damit gerechnet, dass jemand kommt. Die meisten Leute geben nach Quincy nicht allzu viel auf die Minutemen. Das war eine üble Geschichte. Wir bauen die Minutemen von Grund auf neu auf. Wir sind jetzt wieder die Guten. Freut mich zu hören. Ist auf jeden Fall schlimmer geworden, seit die Minutemen den Bach runtergegangen sind.
Da ist diese Raider-Gang, die macht uns schon seit Wochen Probleme. Sie rauben Lebensmittel und Vorräte und drohen uns alle zu töten, wenn wir ihnen nicht geben, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich verkrochen haben, aber wir können es unmöglich mit so einer Gang aufnehmen. Ich kümmere mich um sie. Danke dir. Wenn ihr uns dieses Mal wirklich helft, wäre das echt ein Schritt in die richtige Richtung.